Wartet. 12.000 Euro, Alter. Ciao. Ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir gedacht, oh Mann, Leute, das ist ungewohnt ohne Nägel. Alter, ihr habt ja so lange kein Live-Update so von mir bekommen. Also, was gerade in meinem Leben abgeht, was ansteht, was... Jetzt ist so ein neues Jahr, 2020. Ich will so ein Update machen. Gerade Januar, das Jahr hat gerade neu begonnen. Kann ich reden eigentlich? Das Jahr hat gerade neu begonnen, deswegen dachte ich so, komm... Ich gebe euch ein Update. Hey, das kann ich eigentlich so alle paar Monate machen. Soll ich das so jedes Vierteljahr machen und am Ende vom Jahr sehen wir so, was meine Ziele waren, was meine Vorsätze waren, was so mein Live-Update war und wie ich mich dann so verändert habe. Ich mache das dann so, obwohl, ist das so oft nötig? Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was so die perfekte Zeitangabe ist, um so Live-Updates zu machen. Meine Lippen sehen weird aus. Leute, ich habe was Neues ausprobiert mit Gloss. Wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Mögt ihr mehr matt oder mögt ihr mehr Gloss? Ja. Let me know. Macht euch einen Tee, holt euch was zu essen und let's build a tea together. Boah, das ist übelste leckere Tee, Leute. Ich trinke übrigens Tee immer ohne Zucker. Und der ist rot und der ist mit Himbeervanille und der schmeckt so geil. Okay, ich gehe jetzt von oben nach unten. Nee, andersrum, ich gehe jetzt von unten nach oben. Daily Vlogs. Das ist ein gutes Thema, weil ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich am Anfang des Jahres 2020... Tschüss, Leute, jedes Mädchen kennt das. Ja, okay. Ich habe doch am Anfang vom Jahr gesagt, ich will eigentlich am Anfang... Ich habe am Ende vom Jahr gesagt, 2019, ich will Anfang 2020 anfangen mit Daily Vlogs. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Ideen, um Daily hochzuladen. Ich habe die Zeit dafür und das fuckt mich auch so ab, weil ich aber einfach nicht kreativ... Oder was heißt nicht kreativ genug? Aber weil ich... Ja doch, ich bin einfach nicht kreativ genug. Ich habe keine Ideen, um Daily hochzuladen. Und ich könnte Daily vloggen, aber ich finde irgendwie, mein Alltag ist dafür... irgendwie zu langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur drehe oder die ganze Zeit das Gleiche mache. Und voll viele sagen jetzt so, wartet, dass es denen egal ist, wenn ich nichts mache und dass Gammelvlogs auch gut sind und Hauptsache ich labe irgendeine Scheiße und so. Aber das Ding ist, ich labe nicht jeden Tag so eine Scheiße und ich bin nicht jeden Tag so gut drauf. Ich will aber trotzdem mehr arbeiten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Nicht Daily, was nichts mit YouTube zu tun hat, abgesehen von Online-Shop und meine eigenen Produkte rausbringen, was ich auch machen will, was auch was neben YouTube ist, aber ich will mir noch was nebenbei aufbauen, aber auch selbstständig. Und ich rede jetzt auch mal die Tage mit Marcello oder jetzt vielleicht nach dem Video, weil Marcello macht ja so, er coacht andere Leute, also um ihnen zu helfen, sich selbstständig zu machen. Will mir was anderes aufbauen, selbstständig aber, es sei es eine Agentur, wo ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Bin aber auf jeden Fall dabei und ich will das so in Anlauf nehmen. Ich weiß aber noch nicht, was, irgendwas safe mit online, ob ich das Online-Marketing für andere Pages machen will, zum Beispiel, wenn ich jetzt Nagelstudio richtig krass finde und so sage, braucht ihr irgendwie Online-Marketing oder so. Das ist das eigentlich, was Marcello macht. Aber ich kann es mir irgendwie auch gut vorstellen. Das überlege ich jetzt auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall gerade Live-Update, was ich so vom Beruflichen her denke, was so Business angeht und so, weißt du, was ich meine? Manchmal denke ich mir so, irgendwie fühle ich mich so unproduktiv, obwohl ich voll viel gemacht habe und ich bin schon so mit den Videos für die ganze Woche fertig und habe auch schon mit den Videos für die nächste Woche angefangen. Und dann denke ich so, okay, ich könnte jetzt Pause machen, aber ich will nicht. Ich will so irgendwie arbeiten und irgendwas anderes machen. Und in der Zeit, wo ich aber kein YouTube mache, denke ich so, komm, in der Zeit könnte ich was anderes machen. Und es fuckt mich dann so, ich bin dann so selber auf mich abgefuckt, wenn ich so denke, was mache ich gerade? Also, warum mache ich in der Zeit nichts? Und ich habe halt keine Ideen für andere Videos. Ich bin gerade ein bisschen am struggeln, so was ich die ganze Zeit mache, was ich hochladen kann und so. Und ich will was abgesehen von YouTube machen. So, okay, ihr habt schon nichts verstanden, okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Wohnung. Wohnung habe ich ja schon angesprochen. Ich bin aktuell auf Wohnungssuche. Und was aber auch noch ein großes Update ist, was ich euch noch gar nicht gesagt habe. Da kam auch die Frage, ob ich mit Pablo zusammenziehe in nächster Zeit. Jetzt suchen wir doch zusammen eine Wohnung. Also jetzt ziehen wir doch schon direkt zusammen. Und also viele denken, es ist vielleicht zu früh, aber so, das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde einfach, wenn es passt, also man kann es ja, man kann es versuchen so. Falls es nicht funktionieren sollte, wovon jetzt niemand ausgeht und auch niemand hofft und so, dann ist es halt so, aber so, ich meine, er würde sich jetzt sowieso auch eine eigene Wohnung suchen. Und Leute, warum zweimal Miete zahlen, wenn wir sowieso die ganze Zeit nur in einer Wohnung chillen? Wir sehen uns jeden Tag und es ist eh schon, als würden wir zusammen wohnen. Warum sollen wir dann zwei Unterkünfte sozusagen, zwei Wohnungen zahlen monatlich? Dann teilen wir uns die Miete und wohnen zusammen. Bis jetzt kriegen wir nur Absagen. jetzt ist aber auch bald Pablo zurück, dann können wir zusammen auf die Besichtigung gehen und so. Bis jetzt habe ich mir immer die Wohnungen angeschaut. Mal gucken, wie es weitergeht. Irgendwann werden wir schon was finden. Und ja. Wie geht's dir aktuell? Mir geht's richtig gut. Ich bin gerade nur ein bisschen lost, was dieses Business angeht. Weil ich nicht weiß, was. Wohin, worein ich noch meine Zeit stecken kann. Ich freue mich so, Leute, in einer Woche, wenn ihr das Video seht, oder schon weniger, ist Pablo wieder zurück. Und dann ist auch so, ich glaube,
also Pablo, weiß nicht, meine Mama freut sich schon die ganze Zeit, dass Pablo zurückkommt, weil sie sagt immer, dass wenn er da ist, dass ich so voll den Rhythmus habe und so einen klaren Tagesablauf und so. Weil dann ist auch so, ich stehe um 8 auf, er macht seine Sachen, ich mache meine Sachen und dann habe ich so ein, dann habe ich so ein Zeitlimit, wo ich mit allem fertig sein will, damit wir so zusammen so Netflixen chillen können. So, wisst ihr, was ich meine? So als Beispiel jetzt. Und deswegen bin ich dann so ein bisschen organisierter und geplanter, weil jetzt ist so, ich habe eh nichts zu scheißen und deswegen mache ich alles, wann ich will und dann chill ich den ganzen Tag und nachts schneide ich dann und dann habe ich so voll gar keinen Rhythmus. Wenn er dann da ist, dann ist wieder so, komm, zack, zack, du machst meine Sachen, du machst deine Sachen, ich mache meine Sachen und danach machen wir was. So, wisst ihr, was ich meine? Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ich glaube, das habe ich schon so grob bearbeitet, beantwortet. Auf jeden Fall YouTube weitermachen, wie gesagt, zweites Standbein aufbauen. Das so vom Beruflichen her. Und auf jeden Fall ein Hund. Ich schwöre, Leute, ich will, glaube ich, in spätestens 2 Jahren einen Hund haben. Wisst ihr, Leute, ich bin so ein Mensch, wenn ich was mir in den Kopf setze, dann will ich immer so alles direkt haben. Und das ist aber so, ich weiß nicht, ob das immer so gut oder schlecht ist. Also, ich will es jetzt nicht bewerten eigentlich, ob es gut oder schlecht ist, weil es halt so, wie es ist. Aber ich chill jetzt mal noch ein bisschen und lasse mir dann Zeit. Und, aber ich glaube, in 2 Jahren will ich auf jeden Fall mir einen Hund zulegen. Ich chill jetzt noch, ich reise noch so viel ich jetzt will. Genieß so die Zeit, aber so mit 22, 23 ein Hund. Wie geht's deinem Auto? Holst du dir ein neues? Oh Leute, das ist so ein scheiß Thema. Mein Auto ist ja, wie ihr alle wisst aus meinen Vlogs und sowas, ich hatte übel lange Probleme mit meinem Auto, weil Motorschaden, dann konnte ich nicht überall mit dem hinfahren, weil da nach 20 Minuten Fahrt, immer wenn ich zu Pablo gefahren bin, nach 10 Minuten, stand da, Achtung Motor sofort abschalten, Verprügungsgefahr stand da. Und ich war halt so auf so einer Landstraße und ich war halt so, fuck, Alter, was mache ich jetzt? Ich kann nicht einfach so anhalten. Und dann bin ich halt immer, einmal musste mich Pablo dann einfach abholen. Ich muss mein Auto stehen lassen, damit es abkühlen kann und so. Und es war echt gefährlich. Meine Eltern wollten immer gar nicht mehr, dass ich mit dem Auto überhaupt noch irgendwo hinfahre. Und das war dann irgendwie auch blöd. Und irgendwie hatte ich dann auch Schiss. Und das Auto hat immer so rum, dum, 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 dum gemacht. Und hat so gemacht, als würde das abwürgen. Obwohl das Automatik ist und gar keine Gangschaltung. Also es kann gar nicht abwürgen eigentlich. Ja, jetzt habe ich übers Management wahrscheinlich. Mal gucken, ihr kennt doch diese bei Mercedes. Wie heißt das? Leasing-Dinger. Und da habe ich mir jetzt mal ein Auto zusammengestellt. Mal gucken, was da rauskommt, ob ich das mache oder ob ich mir doch ein anderes Auto lease. Auf jeden Fall muss ich mal langsam schauen. Das brauche ich auch immer ewig, bis es dann bestellt wird, bis es zusammengestellt wird und sowas. Solange ich noch zu Hause wohne, ist jetzt nicht so schlimm, weil ich dann noch das Auto von Marcello und meinen Eltern nutzen kann. Aber wenn ich dann eine Wohnung finde und dann auch ausziehe, dann brauche ich auf jeden Fall ein eigenes Auto. Und dann muss es eigentlich auch schnell gehen jetzt langsam. Ich hoffe, wir kriegen halt bald eine Wohnung und dann wäre es halt schon gut, wenn ich auch ein Auto habe. Und keinen Bock wieder irgendwas komplett zu kaufen. Also mit Kaufen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb will ich was leasen. Und mein Auto muss ich jetzt schauen, ob ich das irgendwie verkaufen kann. Das ist halt jetzt, das ist kein kompletter Motorschaden, aber keiner will das haben, Leute. Ich wurde einfach abgezockt. Ich schwöre, ich wurde so mies abgezockt. Weil am ersten Tag hat es schon rum, 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 rum gemacht. Und ich denke, safe, dass der Verkäufer, der mir das verkauft hat, das Problem ist halt, ich habe es privat gekauft. Junge, das ist doch, wenn man mich sieht, man checkt direkt keine Ahnung von Autos. Und ich war halt so, ich hatte so große Augen, als ich das Auto gesehen habe. Ich war so, ich kaufe es direkt, Leute. Ich schäme mich so, das zu sagen, aber es waren 12.000 Euro, Alter. Ciao. Einfach Auto, erster Tag, direkt kaputt. Ihr könnt Maria fragen, Leute. Erster Tag, ich habe die mitgenommen. Ich war so übel stolz. Ich war so Cabrio auf. Ich fahre so und es macht so rum, dum, dum. Ich wirke so ab und ich denke so, hey, what the fuck, das ist nicht mal Gang so. Am ersten Tag, Leute, am ersten Tag, Alter. Und ich habe es halt immer mehr gefahren, 4 Monate her. Und ich dachte mir so, okay, komm, es passiert ja nichts. Ich kann weiterfahren. Vielleicht ist nur eine Fehleranzeige und so. Aber es wurde immer schlimmer und nach 4 Monaten irgendwann ging es gar nicht mehr. Also ich habe das 4 Monate gefahren, das Auto. Und Leute, ich kann es vielleicht gerade mal für 4.000 Euro verkaufen. In dem Zustand. Egal, ich konnte es nicht wissen. Auf jeden Fall kaufe ich nie wieder privat irgendwas. Leute, kauft niemals Privatautos. Also macht, was ihr wollt, aber ich würde es nicht machen. Ja, das Problem ist, ich habe schon so viel Geld in das Auto gesteckt wegen Reparaturen. Ich war so oft in der Werkstatt und so. Und jetzt habe ich noch mehr Geld da reingesteckt in das Auto. Und trotzdem will es keiner über 4.000 Euro kaufen. Und niemand kann mir garantieren, das Auto zu reparieren. Also mein Papa hat bei so vielen Werkstätten und so angerufen. Und keiner kann mir aber garantieren, das Auto wieder zu 100% auf Vordermann zu bringen. So. Und dann keinen Bock, 2.000, 3.000 Euro für die Reparatur zu zahlen, wenn die mir nicht mal so versichern können, dass das Auto dann wieder läuft. So. Weil dann könnte ich es wieder für den gleichen Preis verkaufen. Dann mache ich lieber 2.000, 3.000 Euro Verlust und repariere das Auto und kriege es dann wieder für 12.000. Aber Alter, ich stecke nicht 3.000 Euro noch in das Auto rein, wenn ich nicht weiß, ob ich es dann... Alter, da habe ich noch mehr Verlust gemacht, Junge. Deswegen so, ich weiß gerade irgendwie nicht, was ich machen soll mit diesem scheiß Drecksauto. Auf jeden Fall brauche ich ein neues Auto. Freust du dich schon auf Pablo, Leute? Ich kann, ihr wisst nicht. Also guck mal, das Ding ist, wir sind jetzt seit 8 Monaten zusammen. Nee.
seit 7 Monaten, also keine Ahnung, wir sind so seit 7, 8 Monaten. Auf jeden Fall war das aber jetzt so, ich war jetzt 1,5 Monate in Argentinien, 7 Wochen, okay. Dann war ich 9 Tage wieder da oder 10 Tage haben wir uns gesehen, nicht mal 2 Wochen. Und jetzt war er wieder 1,5 Monate weg, also auch 7 Wochen. Alter Leute, wir haben uns einfach insgesamt in unserer Beziehung 3 Monate nicht gesehen, so zusammengerechnet, okay. Aber das kommt mir gar nicht so vor, also im Nachhinein, trotzdem war die Zeit, die ich mit ihm war, viel, viel mehr. Weil wir haben so viel gemacht in der Zeit. Wir waren 2-mal im Urlaub. Ne, warte mal, hab ich jetzt... Wir waren in Spanien. Ne, sonst waren wir nicht im Urlaub. Wir gehen aber bald in Urlaub. Aber noch eine Woche, dann ist er zurück und dann sind wir so... Ich glaube, wir werden überall zusammen fliegen. Und wir fliegen im Februar zusammen in Urlaub. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll. Aber warum nicht? Ich habe es eh schon gebucht. Also, wir fliegen im Februar eine Woche nach Dubai. Und ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, Leute. Dubai ist so eine krasse Stadt. Ich schwöre, Dubai ist meine... Von allen Städten, die ich bis jetzt gesehen habe, Dubai hat mich am meisten geflasht. Das ist die krasseste Stadt, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott, und ich habe so ein cooles Hotel ausgesucht und so. Und ich freue mich so, so sehr, einfach eine Woche so chillen. Und es ist auch noch so über den Valentinstag. Und ja, ich freue mich so sehr, Leute. Und ich muss unbedingt an Marina Beach und schauen, ob noch dieses Öl da ist, weil ich muss mir das unbedingt wiederholen. Und Alter, Dubai ist einfach so krass und wir... Das wird einfach so cool. Ich freue mich so sehr. Ich glaube, das wird uns richtig flashen nochmal so. Alter, Dubai ist einfach so heftig, Leute. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr schon mal in Dubai wart und was euer nächstes Reiseziel ist. Wo geht ihr als nächstes hin? Habt ihr das schon gebucht? Habt ihr es nur im Kopf so? Wo wollt ihr als nächstes hin oder wo geht ihr als nächstes hin? Ich freue mich, oh Leute, ich freue mich so sehr auf diesen Urlaub. Bist du gerade zufrieden mit dir selber, war die nächste Frage. Und also ich muss sagen, im Großen und Ganzen schon, aber irgendwie, also... Allgemein stelle ich mich irgendwie nie zufrieden, weil ich immer mehr will, Leute. Ich bin immer so, also ich bin irgendwie nie zufrieden mit, egal was ich erreiche, ich will immer noch mehr. Und wenn ich was habe, dann habe ich direkt wieder so eine neue Idee, wo ich wieder mehr will. So, sobald ich, Leute, ich sag jetzt, guck mal, meine Mama denkt auch immer so, die sagt schon so, Marcia, Alter, du musst dich mal mit irgendwas zufrieden geben. Aber Leute, ich gebe mich nie mit irgendwas zufrieden. Sie sagt so, okay, ich sag jetzt so, okay, mein größter Traum ist so eigene Wohnung, okay, mit Pablo zusammenzuziehen und so. Und sobald ich das habe, dann werde ich wieder was anderes haben wollen. Und es ist so richtig so, sobald ich was erreiche, ich habe direkt wieder ein neues Ziel vor Augen. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Also, oder ich will es wieder nicht bewerten. Es ist einfach so, ich stelle mich irgendwie, ich gebe mich nie mit irgendwas zufrieden. Ich will immer mehr. Ja, ich weiß nicht. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. So, ich weiß nicht. Hi. Ich wollte fragen, ob du raus darfst. Aber so, hey, was macht ihr, Alter? Okay, soll ich gleich rauskommen? Leute, John und Tyson und Pia, die haben gerade einfach bei mir geklingelt, habt ihr es gerade gehört? Mir fällt jetzt nichts Neues ein, wo ich euch updaten sollte. Das war so Beziehung, Business, Urlaub, Reiseziel. Okay, ja, das war's auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter. Aktiviert meine Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen, denn dann bekommt ihr direkt Benachrichtigungen, wenn neues Video online ist. Und ich würde sagen, abonniert meinen Kanal natürlich auch, um keine weiteren Videos zu verpassen und aktiviert die Glocke. Safe. Ja, das hat manche bleiben, wo kacken sie alle für die Kaffee mit Knuddeln, außer die ekligen. Lächeln, die vergessenen Lächeln ist gesund und wir sehen uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. See you, love ya. Bye.